So, noch eine Rechenregel. 6.9 Satz. Also wieder sei Omega zusammen mit dem P. Omega. P. Ein Wahrscheinlichkeitsfaktor. Ja, sein. Also ich möchte gerne mal ein A haben und das soll eine Teilmenge sein von B und das ist wiederum eine Teilmenge von Omega. Gilt. Die Wahrscheinlichkeit von A ist immer kleiner oder gleich die Wahrscheinlichkeit von B. Okay, wir stellen uns wieder als Fläche vor das P. Also hier habe ich mein Omega. Hier habe ich mein B, das ist die größere Menge. Und hier dann habe ich mein A. Und wenn ich jetzt die Fläche von dem A angucke, dann ist die doch immer kleiner als die Fläche von B. Das ist eine größere Menge. Aber wir brauchen gar nicht zu sagen, aber man sieht man doch, sondern, das ist gut zu merken, aber nicht zu beweisen, wir können es auch beweisen, beweisen. Also, wir brauchen jetzt eine Zerlegung. Ja, wir wissen, ja, entweder aus dem Video oder aus den Übungen, dass ja, ich kann B zerlegen. Also fast an diese Beweise gehen so, dass man irgendeine bestimmte Zerlegung sich überlegt. B ist doch auf jeden Fall A. Vereinigt mit B ohne A. Ja, ich glaube, das ist in der Übung. Ja, also wir wissen, dass das eine bestimmte Zerlegung von B. Also gilt, ja, wenn ich die Wahrscheinlichkeit von B ausrechnen will, ist das das Gleiche. Ja, hier benutze ich die Additivität. Ja, was kriege ich raus? Ja, weil das hier eine disjunkte Zerlegung ist, ist die Wahrscheinlichkeit hiervon, die Wahrscheinlichkeit hiervon plus die Wahrscheinlichkeit hiervon. Die Fläche von allem ist die Fläche von dem Blauen hier. Plus das Gelbe ohne das Blau. Ja. P von A. Und das andere ist B ohne A. Plus und das hier auch. Plus. Ja, diese Summe. So, nun weiß ich, dass das hier positiv ist. Größer als 0. Ja, das ist die Positivität. Das ist auch eins von den Aktionen von Kolmogorov. So, und wenn ich jetzt von irgendwas was Positives wegnehme, ja, wenn ich jetzt nur noch an dem P von A interessiert bin, ja, und das weglasse, dann wird es natürlich kleiner, die ganze Geschichte. Also, das ist ja bestimmt größer als das hier, weil man hier was Positives dazu zählt. Also steht hier insgesamt, die Wahrscheinlichkeit von B ist größer als die Wahrscheinlichkeit. Okay, das war's für das Video.